Lieber Traugott, es freut mich immens, dass das jetzt doch noch geklappt hat, dass wir miteinander reden können. Wir haben unsere letzten Gespräche, erinnere ich mich, das war noch über Trump und so weiter, ziemlich viel Geopolitik. Ich bin ja seit dem letzten Jahr raus aus der Geopolitik, du nicht. Und ich habe deine Turmgespräche gehört, die haben mich immens inspiriert. Und dann habe ich zu dir gesagt, dass du ja öfter erwähnst, ja, da müsste man dann, die eigentliche Arbeit beginnt im Inneren. Und da habe ich dann gesagt, lass uns genau darüber reden, wo du da nicht tiefer reingegangen bist, dass wir da die Abzweigung nehmen, die Abzweigung nach innen quasi. Und ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, Traugott. Liebe Katharina, danke für die Einladung. Liebe Grüße nach Salzburg. Danke dir. Also ich habe ja gesagt, dass ich aus der Geopolitik raus bin, aber ich fand es dann doch spannend jetzt bei unserem Vorgespräch, hast du ja so das eine oder andere irgendwie von dir gegeben und ich habe gesagt, naja, ich will nicht die Sendung darüber machen, logischerweise, weil wir haben ja was anderes vor, weil, wenn ich das mal so sagen darf, es wird immer verrückter und zwar im Großen wie im Kleinen. Also ich erlebe es hier, du hast es auch bei dir erlebt. Und genauso ist es in der großen Weltgeschichte. Es spitzt sich dermaßen zu, dass man ja eigentlich verrückt werden könnte. Aber ich werde nicht verrückt. Ich weiß, dass du auch nicht verrückt wirst. Und ich kann jetzt nur von mir sprechen. Wenn man weiß, dass es auf der geistigen Ebene, also auf der Bewusstseinsebene, in sich selbst erst geklärt werden muss und dann kann diese Klärung nach außen fließen, was natürlich zeitversetzt ist und oft ist man dann schon ungeduldig, weil man hängt einfach immer noch im Gestern, ne? Materiell hängt es immer noch im Gestern und dadurch werden wir dann oft so ungeduldig. Und ich weiß aber, es ist immer die Lösung auf der geistigen Ebene. Und ich habe den Eindruck, jetzt haben wir wirklich auf der ganzen Welt den Schlamassel so dicke, das ist so grotesk. Ne? Ich meine, man denkt ja immer, es geht nicht noch mehr. Aber manche haben es ja immer noch nicht geschnallt und brauchen immer noch mehr. Vielleicht doch eine kurze Einschätzung von dir über die, ja, über Mikrokosmos und Makrokosmos. Ganz einfache Frage natürlich, ne? Ja, also zunächst einmal, du hast einen ganz wichtigen Punkt erwähnt. Es geht vom Innen nach außen. Erst muss auf der inneren Ebene gereinigt werden, geklärt werden. Erst dann kann es sich im Außen manifestieren, also Form annehmen. Umgekehrt geht es nicht und deswegen sind ja auch so viele Revolutionen gescheitert. Was hatten wir schon so viel in der Geschichte der Menschheit, so viele Aufstände und Revolutionen? Das war der Versuch, im Außen etwas zu ändern, ohne dass das Bewusstsein des Kollektivs sich geändert hat. Und was ist passiert? Man hat die Tyrannen gestürzt und inthronisiert wurde der nächste Tyrann. Und so ging das in allen Ländern seit Tausenden von Jahren. Und jetzt sind wir am Punkt, wo wir gefordert werden zu erkennen, es geht nur den anderen Weg. Die Änderung muss auf der inneren Ebene stattfinden. Und deswegen habe ich auch betont, der Transformationsprozess ist in seinem Kern ein individueller Prozess, den jeder selber gehen muss. Und erst denn, wenn wir das im Kollektiv machen, wird sich dauerhaft langfristig im Äußeren eine Änderung ergeben. Genau. Genau. Wir gehen dann gleich da näher drauf ein. Möchtest du jetzt vorher, weil du hattest doch das eine oder andere in Bezug auf die Lage jetzt in der Welt, wo du sagst, ja, da hätten vielleicht der eine oder andere nicht so genau hingeschaut. Kann man das so locker flockig jetzt auf die Kurze? Ja, das geht. Da ist zum Beispiel ein bisschen Unruhe jetzt in der Community, weil Trump gesagt hat, oh, Israel muss auf jeden Fall militärisch auch unterstützt werden. Und ich glaube, wir haben es hier mit einer sehr raffinierten Operation zu tun. Das sind verschiedene Parameter, die darauf hinweisen. Grob gesagt, hier, die Hamas muss bekämpft werden in ihren unterirdischen Anlagen. Aber es gibt Informationen, die besagen, dass es gar nicht um die Hamas geht, dass das nur ein Grund ist oder besser gesagt ein Vorwand, da unten reinzugehen. Und deswegen haben auch die Amerikaner jetzt, ich glaube, 1000 Spezialkräfte hingesandt für diese unterirdischen Kämpfe. Das erinnert mich daran, dass es Dumps sein könnten, wo irgendwelche Kinder befreit werden sollen oder irgendwelche, was weiß ich, fremde Wesen bekämpft werden sollen. Und in der Tat habe ich jetzt gerade gestern gehört, gestern Abend, dass Israel ein Art Rotkreuzschiff angefordert hat von den Amerikanern. Und das ist ja auch vor 2,5 Jahren auch schon passiert. Da gab es ja diese zwei Schiffe, die angeblich dann Kinder aufgenommen haben. Die wurden dann behandelt, versorgt und so weiter. Also der Leben wurde gerettet. Und sowas haben wir jetzt eventuell auch. Und deswegen sagt Trump,
wir müssen Israel unterstützen. Er ist ja spinnefeind mit Netanyahu. Netanyahu hat ja gesagt öffentlich, er glaubt nicht daran, dass Trump die Wahlen gewonnen hat. Und das hat Trump dann gefuchst. Und die haben sie aber auch vorher schon nicht verstanden. Und deswegen ist es sehr ungewöhnlich, dass Trump dann jetzt so viel Wert darauf legt, Israel zu unterstützen. Übrigens, der neue Vorsitzende des Repräsentantenhauses, der neue Speaker, er hat ja auch gesagt, wir müssen Israel unterstützen und Ukraine nicht mehr, wobei das natürlich beides zusammenhängt. Davon abgesehen, für die Zuhörer, die es noch nicht wissen, die Hamas wurde vom Mossad gegründet. Das heißt, der tiefe Staat oder die kasachische Mafia, wie Fulford das nennt, hat das inszeniert, aber irgendwie haben wahrscheinlich noch die Whiteheads dazwischen gefunkt und drehen praktisch diese ganze Operation um in etwas Positivem. Vorhin hast du auch, das füge ich noch hinzu, kurz den Film mich erwähnt, der wäre verhaftet worden. Ja, das stimmt. Aber da scheint vielleicht was ganz anderes dahinter zu sein. Man hat festgestellt, oder angeblich, der hat eine Morddrohung bekommen und sollte in Mexiko, war er, umgebracht werden. Und da hat angeblich die Whiteheads die Viviane Fischer gebeten, eine Anzeige zu machen, sodass man einen Grund hatte, den jetzt nach Deutschland zu holen. Und da ist er in Sicherheit. Merkwürdigerweise haben die auch, also Fühlmich und seine Lebenspartnerin oder Frau, ich weiß nicht, beide gleichzeitig ihre Ausweise verloren oder geklaut bekommen. Also es ist eine ganz dubiose Geschichte. Warten wir mal ab, was sich da noch alles ergibt. Die Aufklärung kommt, wenn wir durch sind. Ja, also ich bin da ganz insofern ganz bei dir, als dass wir das nicht einschätzen können. Hier passieren Dinge, die sind mit Sicherheit so vielschichtig und da kann nicht alles transparent gemacht werden. Und wir werden, das habe ich immer schon gesagt, wir werden eines Tages alle erstaunt sein, wer auf welchem Feld sich dann etabliert oder positioniert, wenn die Lichter angehen und die Scheinwerfer angehen und wenn das Spiel zu Ende ist. Da bin ich absolut deiner Meinung. Wir können das nicht durchschauen. Mir geht das ziemlich auf die Nerven, wenn die Leute so vorschnell zu irgendwelchen Resultaten irgendwie oder den einordnen als dunkel und den als hell. Na, ich meine, wir haben erlebt mit Elon Musk, der jetzt dieses Joe Rogan-Interview gemacht hat, wo er auf einmal du weißt schon, den Soros da anklagt. Also Ja. es ist ein Theaterstück. Ich meine, ich will das jetzt nicht so banal sagen, weil natürlich, es ist schon klar, es bleiben Menschen auf der Strecke, das ist gar keine Frage. Also will ich es nicht jetzt verharmlosen, aber dass es grotesk ist bis zum geht nicht mehr und sich so dermaßen zuspitzt. Und die Klärung, die kann nur jeder für sich auf einer anderen Ebene. Also es findet, ich glaube, das ist der springende Punkt, was ich sagen will, dass die Welt der Ursachen eine andere ist als das, was uns immer verklickert wird, von wegen in der Vergangenheit, weil das passiert ist, deswegen ist das passiert. Die Welt der Ursachen ist das, wo wir keinen Zugriff haben. Das ist auf einer anderen Ebene. Na, manche nennen es die weiße Substanz auf einer universelleren Ebene. Ob das jetzt mit dem morphogenetischen Feld erklärt wird, im kollektiven Unbewussten oder wie auch immer, oder schlichtweg einfach mit dem Göttlichen. Dort ist die Welt der Ursachen und auf die haben wir nur indirekt einen Zugriff, indem wir das bei uns individuell, und du sagst es ja auch, es ist ein individueller Weg, denn jeder kann da nur bei sich nach innen gehen. Wollen wir darüber jetzt reden oder willst du noch etwas? Ja, wir können gerne darüber reden. Das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Also was auf der inneren Ebene erarbeitet wurde oder offenbart wurde, geht ja ins Außen. Und mich erinnert das, was im Außen abgeht, jetzt schon zum Teil an so ein paar alte Edgar-Wallace-Filme, wo die sich nachher gegenseitig die Masken runterziehen und der ist der, der und der ist der und auf einmal klärt sich das alles auf. Ja, man muss die manche Filme dann zwei, dreimal gucken, bis man verstanden hat, was wirklich abgeht. Und genauso kommt mir das auch vor, wenn ich sehe zum Beispiel, dass bei Biden die Maske verrutscht ist. Bei ihm ist es sicher, bei den Clintons auch, bei vielen anderen. Es ist sehr viel schon nach meiner Meinung im bereinigt, aber das Spiel wird lässt man weiterlaufen und zwar sehr langsam, um dadurch dem Kollektiv die Chance zu geben, doch noch aufzuwachen. Und das finde ich sehr gut. Es ist besser, es geht langsam und es gibt wenig Kollateralschaden, und es wachen viele auf, als dass auf einmal so radikal schon nach, was weiß ich, einem Jahr der Hammer gefallen wäre und wie du es schön formuliert hast, viel mehr Menschen würden dann auf der Strecke bleiben. Ja.
Und was Realität ist und was nicht, wir können es nicht wissen. Diese Medien zeigen uns überhaupt nichts, was wirklich wahrhaftig so ist. Das heißt also, wir können es nicht wissen, was tatsächlich passiert ist. So vieles ist ja jetzt schon in Frage gestellt. Das heißt also, und überhaupt sich da hineinzusteigern, jetzt mit seinem Emotionalkörper, wie ich es ja immer nenne, ne? Wenn wir das Feld füttern, das ist eigentlich der springende Punkt. Welches Feld füttern wir jetzt, ne? Wo geben wir unsere Energie hinein? Und dass wir da Aufklärung heißt ja, dass diese ganze Chimäre, dieser ganze Illusion, dieser Teppich, der da drüber liegt, ne, dass sich das eher, wie das Wort schon sagt, aufklärt, ne, dass sich das klärt. Da bin ich ganz bei dir. Du hast das Metaebene im Vorgespräch genannt. Und das sagt auch Krishnamurti, geht nicht emotional in diese beiden Parteien rein, weder auf Seiten der Hamas oder der Palästinenser noch auf Seiten des tiefen Staates, der kasachischen Mafia oder der normalen Israelis oder Juden, sondern schaut es von der Vogelperspektive aus an und einfach anschauen, ohne zu bewerten, aha, das passiert hier und das passiert da, und nicht nur die äußeren Sachen sollst du anschauen, sondern dich selber. Zum Beispiel, ah, die Katharina oder der Traugott, der macht jetzt dies, der macht jetzt das, der hat jetzt, das geht so weit bis, ah, oh, der hat jetzt seinen Körper aufgegeben und so weiter. Dann bist du in einer anderen Position, in einer übergeordneten Position, wo du das siehst. Und dann wirst du emotional nicht mehr in diesen ganzen Wahnsinn verstrickt. Egal auf welcher Seite du bist, die knallen durch. Die einen knallen durch, weil das eigentlich ihr Land ist, behaupten die Palästinenser. Die anderen knallen durch, weil Hamas ihre Verwandten umgelegt hat oder was auch immer. Wie gesagt, alles mit größter Vorsicht. Wir kennen die Wahrheit nicht. Es geht darum, dass da Energien aufgewirbelt werden, und ich vermute, dass irgendwelche negativen Kräfte das absichtlich machen, um diese Energien zu essen, aufzusaugen. Ah ja, das hast du in dem letzten Turmgespräch, hast du das gesagt, genau. Dass das immer erzeugt werden muss, damit sie sich davon noch ernähren können. Ja, genau. Weißt du, was mir noch gekommen ist? Aber ich weiß, ich höre mir ja so viel an. Also ich höre mir schon noch Sachen an, ne? Auch wenn ich darüber selber jetzt so gesehen keine Sendung mehr mache. Und ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Aber da habe ich sofort gedacht, ja, da ist was dran. Dass der Konflikt so lange jetzt schon schwelt. Und das kann nicht mehr. Also diejenigen, die jetzt sagen, oh, wir müssen wieder uns das zudecken oder wir müssen da wieder Harmonie drüber, dass das so nicht aufgedeckt werden kann. Und das erinnert mich auf einer anderen Ebene mit manchen Ehen. Ich meine, ich erinnere mich an meine Ehe, als klar war, das geht nicht mehr. Als das klar war, jetzt ist der Punkt erreicht, wo es nur noch heißt, okay, auseinander und Klartext und nichts mehr verschönern, auch nicht mehr versuchen, jetzt mit irgendwelchen Mediationen oder irgendwelchen, und wo man einfach nicht mehr darüber hinwegtäuschen kann. Und ich denke, das ist jetzt wirklich der Fall. Ich meine, es ist eh krass, wie schnell die Ukraine kein Thema mehr ist. Ich meine, das war ja, wir wussten es ja schon, ne? Aber wie immer das Schlimmere, das weniger, also das andere dann sofort ablöst, ne? Und jetzt, ich denke, es muss dort jetzt so sich zuspitzen, weil die Dinge nur gelöst werden können, wenn sie wirklich am Licht sind, ins Licht. Und jetzt sind sie im Rampenlicht. Und das, also jetzt bin ich doch in der Geopolitik gelandet, aber auf einer Metaebene, wie ich schon gesagt hatte, gell? Weil ja, indem jetzt bei der UN, da, ich weiß nicht, 40 oder was, haben sich für einen Waffenstillstand eingesetzt und Bolivien und so weiter hat sich dagegen positioniert, dass das Land, oh, ich muss jetzt vorsichtig sein, ich glaube, ich höre dann schon wieder auf, aber es kommt ans Licht, das meine ich. Es wird jetzt offen diskutiert, die Problematik liegt auf dem Tisch, sie liegt, der Scheinwerfer, der Fokus ist jetzt drauf und nur da kann was ge geklärt werden, gelöst werden. Ja. Das ist ein sehr gutes Beispiel, dieser Palästina-Konflikt. Der schwelt ja schon seit längerer Zeit, also eigentlich nicht erst seit 1948, wenn du mich fragst, der schwelt schon seit 2000 Jahren, weil das war eine Gruppe, die heutigen Palästinenser sind die Nachfahren einer biblischen Gruppe. Ich weiß jetzt nicht genau welche, bevor ich da was Falsches sage, Doch, lasse ich doch, lieber. Pharisäer, du hattest es auch genannt. Pharisäer, ja, kann das sein, ja. Ja. Und das muss jetzt an die Oberfläche kommen, um endlich geheilt zu werden. Es geht nicht so weiter. Ich meine, Gaza, das dürfen wir sagen, ist ein riesiges Freiluftgefängnis. Die können Wasser abstellen, Strom abstellen, humanitäre Hilfe abstellen. Das geht so nicht. Das ist wirklich, da muss jetzt Heilung her und da muss eine Lösung her.
Und alles, das ist ja nur ein Beispiel, alles, was ungelöst ist, das muss an die Oberfläche kommen, um geheilt zu werden. Und insofern noch was, was du gesagt hast. Ja, hier wird gespalten und so, beschweren sich einige, ja, es muss gespalten werden, natürlich, wir müssen doch gucken, wer steht hier und wer steht da. Wir können doch nicht mit der unbewussten oder negativen, dem Anteil Menschen, wenn es überhaupt Menschen sind, in die neue Zeit, dann ist es keine neue Zeit. Es muss eine Spaltung her. Das ist richtig. Das empfinde ich notwendig. Ich denke, wir sind an dem Punkt tatsächlich vom jüngsten Gericht, wo die Spreu sich vom Weizen trennt, wo sich zeigt, ja, du sagst es, es sind sicher nicht alles Menschen, das glaube ich auch nicht. Und vor allen Dingen, wo es, wir, also das merke ich im Kleinen wie im Großen, es kann nicht mehr darüber haben, harmonisiert werden. Also mir fällt immer wieder auf, wie sehr die Menschen dazu tendieren, gerade in den alternativen Medien, tendieren sie dazu, sie wollen den dritten Schritt vom zweiten. Sie reden immer von der Heilung und Ding, aber die Heilung ist eigentlich so gesehen das Wunder, das am Ende steht. Das ist dann ein Wunder, wenn sich alles fügt. Das kennen wir auch aus Filmen, ne? Du hast auch immer diese Zuspitzung. Es wird noch dicker und noch dicker und noch dicker. Und wenn du glaubst, jetzt geht's gar nicht mehr, jetzt ist es wirklich völlig, alles ist irgendwie im Argen. Das ist der Moment, wo es sich löst, wo dann ein Wunder passieren kann, wo die Heilung erfolgen kann. Aber da ist meistens schon dann, da ist schon einiges in Schutt und Asche, ne, damit der Humus draus entsteht. Also. Was du jetzt gesagt hast, das ist eine der ersten Erkenntnisse der sogenannten Chaostheorie. Es herrscht in subatomaren oder bakteriellen Kulturen Ordnung. Tausende von Jahren auf einmal, ich weiß nicht wieso, entsteht hier und da sporadisch Unordnung. Und diese Unordnung, die steigert sich immens und artet aus ins totale Chaos. Und aus dem Chaos entsteht dann im Handumdrehen eine neue, der alten Ordnung übergeordnete Ordnung. Und diesen Prozess, den gehen wir jetzt. Es Genau. wird eine wunderschöne neue Ordnung geben, also jedenfalls in der Zeitlinie, wo wir reingehen, bin ich sicher. Genau, aber kann nur durch das Dicke führen. Nur mittendurch kann er führen. Wir können dem nicht ausweichen. Und da gibt es auch der rechte Moment. Also ich merke, es muss immer zum Rechten. Du kannst es nicht herbeizitieren oder verfrüht irgendwie versuchen einzuleiten. Das ist wie mit einer Geburt, ne? Das geht auch nur. Genau am Punkt zumindest war es immer so, als es noch natürlich war. Und das fällt mir bei allen Prozessen auf, selbst bei mir beim Haus, ich habe das oft erzählt, ne? Jetzt ist wieder so ein Zustand, das ganze Haus, es wird immer schlimmer, schlimmer, schlimmer. Ich weiß aber, es hat jetzt überhaupt keinen Sinn, wenn ich jetzt anfange, da irgendwas zu machen, das wäre Maniküre und das wäre der falsche Moment. Ich weiß, jetzt muss es erstmal noch schlimmer kommen, weil es noch nicht so weit ist, dass es in die Drehung kommt. Und das fällt mir überall auf. Dieser rechte Moment, also ob das jetzt auf einer anderen Ebene, also bei mir spitzt sich zurzeit zu, wie in vielen Leben, ne? Also wir haben kurz vorher geredet, ne? Das ist, denke ich, bei vielen jetzt der Fall, dass es sich so zuspitzt und du merkst ganz genau, es geht weder darum, dich zu fragen, was habe ich falsch gemacht oder was habe ich damit zu tun oder irgendwas, sondern es passiert einfach, du lernst immens viel, gerade in solchen Zeiten lernst du immens viel. Es ist es ja, ne? Man lernt nicht in diesen Halligalli-Zeiten, sondern immer, wenn es so dick kommt, lernt man viel. Und man weiß, man muss da durch und du kannst nur in die Annahme gehen. Und irgendwann mal kommt auch der Punkt, wo du es gar nicht mehr kontrollieren und steuern kannst und einfach mit dem Floß irgendwie mit und dann, ja, in Gottes Hand, ne? Inshallah. Ja, wo du sagst, in Gottes Hand einfach, okay, ich akzeptiere das, wie es ist und überlasse mich ganz der Führung, der göttlichen Führung, also dem morphogenetischen Feld. Und dann werde ich durch diese Zeit durchgelotst. Das ist mein Mittel, also was ich gefunden habe und geholfen hat mir da nicht die Religion, sondern ein Biologe, nämlich Rupert Sheldrake, der genau erklärt hat, es gibt verschiedene morphogenetische Felder, die sind übergeordnet, zum Beispiel haben die Deutschen ein Feld, vielleicht haben die Bayern oder die Österreicher ein extra Feld und dann gibt es ein übergeordnetes Feld und dann ein Menschheitsfeld und dann ein Lebewesenfeld und so weiter. Und diese Intelligenz, die dahinter steckt, die ist dafür da oder die möchte, das ist ihr höchster Wille, dass es allen Geschöpfen gut geht, dass alle Geschöpfe glücklich sind. Wir haben natürlich die Freiheit zu denken und zu machen, wie wir wollen, aber ich denke, ich höre nicht auf dich, ich mache das lieber so, aber das sagen ja die Weisheitslehrer, dein Wille geschehe, ist ja nicht der Jesus, der das sagt. Wir sollen praktisch auf das morphogenetische Feld hören, das ist das Beste für das Individuum sowie für das Kollektiv. Und das hängt wieder mit der Berufung zusammen. Was ist meine Aufgabe im Leben? Was ist meine, wo positioniere ich mich? Ja.
Und das ist ganz einfach zu finden. Das ist das, was am meisten Spaß macht. Dann ist es keine Arbeit mehr. Weißt du, das kommt aus dir automatisch hervor. Da machst du auch keine, das sind auch keine Überstunden mehr. Du bist ja so begeistert bei der Sache, dass du gar nicht mehr aufhören kannst, ne? Ja, also das ist ja bei mir überhaupt keine Frage, weil ich mache schon seit 7 Jahren das, was wirklich meins ist. Jetzt gab es dann natürlich, ne, dass ich jetzt die Geopolitik zurückgelassen habe. Das war auch wichtig, ne, aber das war ja nur eine weitere Entwicklung. Ich sage ja nicht, das war falsch. Das war überhaupt nicht falsch, dass ich das alles gemacht habe, ne, damals mit Sani, mit dir und mit Marc und mit Frank und wie auch immer. Nur dann war jetzt der Call ganz eindeutig um die Jahreswende, dass das jetzt, dass es mehr ins Spirituelle, ins Geistige hineingeht und dass das andere jetzt nicht mehr. Das sollen andere machen, ne? Das sind ja eh viele Junge, die machen das ja gerne. Aber was mir noch auffällt, ist, dass wenn es muss ja nicht an sich falsch sein, also in meinem Fall weiß ich habe es immer wieder überprüft, es ist richtig, dass ich diese Sendungen mache. Das stelle ich nicht in Frage. Oder ich habe es geprüft und habe festgestellt, nein, es ist richtig. Dann kann aber sein, dass irgendeine Art der Organisation oder so vielleicht doch nicht in Ordnung ist. Ich meine, ich weiß ja nicht, bei dir war ja auch einiges los, ne? Dann fällt etwas weg oder man ist gezwungen, es in eine andere ein anderes Organogramm oder ein anderes System reinzubringen. Also ich denke, alles, was nicht in Ordnung ist, fällt jetzt dermaßen auseinander oder spitzt sich so zu, dass es nicht mehr zu handeln ist. Und da merke ich, dass das ziemlich fein ist, dieses Aussortieren, sobald du irgendwie nur minimal, ne, was nicht stimmt. Also ich bin da jetzt zum Beispiel in einer Webseite mit jemandem drinnen, mit dem ich überhaupt keinen Kontakt mehr habe und merke, ich bin jetzt gezwungen, diese Webseite aufzulösen und denke mir eigentlich, stimmt das, weil mit den Menschen habe ich eh keinen Kontakt mehr. Weißt du, was ich meine? So Sachen. Alles, was nicht stimmt. Ja, da haben wir aber große Probleme, weil wir denken, oh, wir dürfen niemand auf die Füße treten. Also das, was nicht mehr zusammenpasst, das darf sich ruhig in Frieden trennen. Das ist ein natürlicher Prozess und der ist wichtig. Wir können, wie ich vorhin gesagt habe, nicht mit Altlasten in die neue Zeit, weil dann wird es keine neue Zeit. Wenn wir unser ganzes Gepäck, den ganzen Müll und das ganze Unerlöste mitholen, nein, das muss jetzt übrigens auch karmisch, muss das jetzt gereinigt werden. Und alle, die das gereinigt haben, die können rübergehen. Und an dieser Stelle möchte ich auch sagen, alle, die da zuhören, es wird den einen oder anderen treffen auf der äußeren Ebene, mag Stromausfall geben, da mag es, was weiß ich was, Härten geben oder Knappheit oder so, für eine kurze Übergangszeit. Das alles ist noch der allerletzte Wachrüttler sozusagen, ne? Darauf sollten wir vorbereitet sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir das sind und haben oben eine Verbindung, die uns da durchlenkt, dann kann eigentlich nichts passieren, wenn wir auf der äußeren Ebene vorbereitet sind und von oben Führung haben und natürlich auch noch Erdung durch Mutter Erde. Genau. Und Erwartungsmanagement, dass wir verstehen, dass es erstmal zum dicksten Punkt kommen muss. Das ist einfach ein Naturgesetz. Erstmal wird das Chaos total schlimmer, bevor es sich auflöst. Ne? Das hast du ja vorher auch gesagt. Und das erlebe ich immer wieder. Also das sehe ich. Und das nimmt jetzt zu. Und ich finde, man kann an der Welt jetzt sehen, dass es fast schon im optimal, das Wort an sich ist ja schon absurd, im krassesten Chaos ist. Ne? Ich meine, geht vielleicht noch was mit Taiwan und so weiter. Aber ansonsten ist es schon auf einem ziemlichen Chaoskurs. Ne? Und das ist eigentlich ein Hinweis davor, dass es kurz vor der Lösung ist, ne? Ja, selbst wenn der deutsche Verteidigungsminister oder da Verteidigungsminister Darsteller Pistorius sagt, wir müssen uns auf einen Krieg vorbereiten, auf einen Verteidigungskrieg, sagt er, dann müsste eigentlich jeder jetzt langsam aufstehen und in die Gänge kommen und sagen, nee, Leute, also hier müssen wir was tun, so geht es nicht weiter. Diese ganze politische Führung in nahezu allen Ländern muss komplett abgeräumt werden. Aber wie gesagt, jeder muss bei sich anfangen. Das geht erst, wenn das Kollektiv das erkannt hat und auf dem Weg ist. Und dann gibt es eine äußere Lösung. Dann wird sich denn, weißt du, man hat gesagt, oh, hier Trump und Putin, wir müssen uns selber retten, das sind nicht unsere Retter. Nein, das eine schließt das andere nicht aus. Wir müssen das auf der geistigen Ebene vorbereiten und dann finden sich auf der äußeren Ebene Kräfte und Mächte, die die Änderungen im Außen vorantreiben. Wer das ist jetzt letztlich, wissen wir nicht. Aber dass es so sein wird, das ist eine geistige Gesetzmäßigkeit. Und in diesem Sinne sollten wir vertrauen. Und wir sollten sogar so viel vertrauen, da kommt mir ein guter Spruch von einem Zen-Meister in Erinnerung, vertraue dem Nichtwissen. Wir Ja. wissen nicht, wer wo steht und was überhaupt los ist.
Dem Nichtwissen vertrauen heißt im Grunde Gott vertrauen und vor allem dir selber vertrauen. Ich bin so froh, dass du das jetzt gesagt hast, auch mit Trump und Putin, weil ehrlich gesagt, ich konnte das schon nicht mehr hören. Das war, du merkst ja immer so wiedergekaute Worthülsen, die überall dann immer wiederholt werden. Und immer dieses, ah, Trump und Putin werden uns nicht retten. Ja, was dieser blöde Begriff retten, ne? Weil, wie du ganz richtig sagst, geistig geht es darum, dass wir klar sind. Und wenn wir klar sind, bekommen wir Helfer im Außen. Das stelle ich in meiner jetzigen Situation fest. Ne? Ich habe da eine ganz, ganz liebe Person, wo ich mich immer frage, wie habe ich die überhaupt verdient, dass die mir dermaßen hilft? Wenn ich die nicht hätte, wüsste ich nicht, weil ich komme schon an meine Grenzen. Also normalerweise kann ich sehr, sehr gut mit mir alleine durch Dinge durchgehen. Aber spätestens, wenn es dann irgendwie mit so komplizierten rechtlichen Dingen zu tun, dann komme ich da auch nicht weiter. Und da hat mir das Universum jemanden geschickt, der mich nicht rettet, weil ich meine, ich bin schon bereit, alles selber zu tun, aber der mir hilft, da durchzufinden, weil das alleine für mich nicht möglich wäre. Und genauso ist es, wie du sagst, wir können nicht irgendwelche Armeen aufstellen oder sonst was oder irgendwie, also das wäre ja völlig absurd. Also das ist eine andere Ebene, nicht umsonst heißt es, gibt dem Kaiser was des Kaisers und dem Gott Gott was was. Gottes. Ja, genau. Wir können unseren Teil machen und ich meine, darum geht es auch, ne? Dass wir das in uns klären. Ja, was hat das? Die Parallelen zwischen dem, was universell passiert, was kosmisch passiert und mit dem, was in unserem Leben passiert und was in unserem Inneren passiert, ne? Letztlich ist ja das eine einzige Bewegung Richtung zurück zur Quelle, was alle Lebewesen gehen. Und da gibt es welche, die sind da schon weit fortgeschritten, was weiß ich, Jesus, Buddha, solche Kracher da, oder Franz von Assisi, die praktisch total verliebt sind in diese Überseele oder wie man das auch immer bezeichnen mag. Und so geht es runter bis ganz einfache, die erkannt haben, also was weiß ich, wie ich, meine Wenigkeit zum Beispiel, es gibt was Höheres und das Höhere liebt dich und das ist da für dich. Und die geistige Welt, wie du gesagt hast, die hilft. Aber ganz wichtig, die helfen nicht einfach so. Man sollte sie darum bitten. Die warten darauf, darum gebeten zu werden. Die können nicht einfach machen Hokus Pokus, weil sie denken, das ist für dich gut. Nein, das geht dann gegen die kosmischen Gesetze. Sie müssen dich fragen. Genauso hat ja Jesus auch mal irgendwelche Kranken gefragt, willst du geheilt werden? Und dann, wenn das Ja kommt, dann ist das schon die Heilung. Dann braucht Jesus eigentlich gar nicht mehr viel zu machen. Das muss aus jedem selber rauskommen. Jeder muss selber erkennen. Und das ist was Schönes. Man sollte niemand, also jeder sollte das Erfolgserlebnis haben, von selber drauf zu kommen. Was wir machen können, wir können nur Hilfe geben, wie man uns Hilfe gibt. Aber den Weg gehen muss letztlich jeder alleine. Und das ist aber nichts Schlimmes oder wo man Angst hervorhaben muss. Das ist was sehr Schönes, das ist was Aufbauendes, das stärkt das Selbstbewusstsein. Oh, das habe ich geschafft, ich habe mich selber mich in diese Richtung begeben und ich habe dies erkannt und jenes erkannt und ändere mein Leben in der entsprechenden Richtung dann. Bittet und es wird euch gegeben. Was mir auffällt, ist, also bei mir zumindest ist es so, ich bin kein Mensch, der, also wenn alles so wabernd im völligen Nebel ist, das ist sehr unbefriedigend. Für mich ist wichtig, dass ich etwas entschlüssel, dass ich es kläre, dass ich, und da, das geht in die Richtung, was du jetzt sagst. Die Frage zu finden, was ist denn die Frage, was ist das Thema, was ist die Frage, welche Frage stelle ich und oder welchen Wunsch habe ich? Also erst dann kann ich eine Absichtserklärung nach draußen geben, wenn ich erkannt habe, worum geht es hier eigentlich, was ist der eigentliche Punkt? Und sobald ich den erkannt habe, kann ich nach draußen diese Absichtserklärung nach draußen geben oder diesen Wunsch oder diese Bitte oder wie, weil wenn du das schon, das ist ja wie bei Parsifal, ne? Es ging ja darum, dass er die Frage herausfindet. Keiner wusste die Frage, ne? Keiner konnte die Frage stellen. Wenn er bittet und es wird euch gegeben, formuliere die Frage und du bekommst die Antwort, ne? Ja, ganz wichtig. Natürlich muss man erstmal A, wissen, dass man bitten kann und B, was ist die Frage? Aber wenn man sich darüber Gedanken macht und man weiß die Frage in dem Moment, wo du genau die Frage formulieren kannst, absolut zielsicher, in dem Moment kannst du sicher sein, kommt die Antwort. Vorher Ja, nicht. genau.
Und es ist auch immer dieses, also das hat mich so beeindruckt von Leibniz, ne? Wenn er sagt, also jetzt auf die vereinfachte Art, ich kann ihn nicht Wort für Wort zitieren, aber wenn er sagt, tu du das Deine und Gott tut das Seine. Also es geht ja nicht darum, dass wir, so wie wir das vielleicht als kleine Kinder in Erinnerung haben, dass wir sagen, oh, mach du für mich, ne? Und dann einfach nur uns hinlegen und sagen, oh, ich meine, in ganz schwierigen Situationen geht das sogar, aber das geht nur, wenn es wirklich an der Spitze ist. Also das kenne ich schon. Wenn eine Situation ganz, ganz heftig ist, und man weiß keinen Ausweg mehr, als in der Verzweiflung zu sagen, um Gottes Willen, bitte hilf mir. Aus dieser puren Verzweiflung, dann funktioniert das. Aber aus einer Bequemlichkeit heraus funktioniert es nicht. Wenn wir quasi sagen, oh, ich kenne mich nicht mehr aus und einfach nur, oh, bitte mach du. Sondern es geht schon darum, dass wir unseren Teil machen. Ne? Das ist eine ganz wichtige Botschaft aus der geistigen Welt. Wir sollen nicht darum bitten, dass dieses oder jenes Problem uns nicht tangiert oder an uns vorübergeht, sondern wir sollen darum bitten, dass wir die Kraft haben, dieses Problem erfolgreich zu meistern. Das Genau. ist das, was du gesagt hast mit anderen Worten. Gibt es auch im Volksmund, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Also zu deinem Leibniz-Zitat. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Aber das stimmt wirklich. Man muss in der totalen Scheiße sein, damit das klappt. Irgendwie, vorher Ja, geht's nicht, ne? und jetzt sehen wir ja auf der äußeren Ebene, dass wir in die totale Scheiße rein manövriert werden. Es geht nicht anders. Jeder muss jetzt hier sehen, ob Oleg, ne, muss praktisch auf diesen Punkt zugeführt werden, wo er diese Frage sich stellt, worum geht es hier? Und was ist meine Rolle in dem Ganzen und wie kann ich da irgendwie aktiv werden oder mithelfen, das Ganze zu drehen? Wir dürfen nicht das nach außen delegieren, ach, die AfD macht das für uns oder Trump oder irgendjemand macht das für uns. Nein, das ist ein innerer Prozess. Und das ist ja auch die Geburt eines neuen Bewusstseins, wie José Agüll schon 1987 bei der harmonischen Konvergenz gesagt hat. Das wird kommen. In den nächsten 50 Jahren sind wir dann durch. Und genau das wird passieren. Weißt du, was mir dazu auch noch einfällt, dass wir so gewohnt sind, normalerweise, wenn wir, also ich meine, das ist schon so lange her, dass ich mich schon nur noch dumpf erinnere, aber ich weiß, dass das, ich weiß nicht, ob das manche immer noch so praktizieren, aber das war ja sehr gängig, vor allem jetzt bei, sagen wir mal, bei sehr betuchten Frauen, das weiß ich irgendwie von meinen Schwestern irgendwie, ne, die dann, die eh schon in allem schwimmen und dann jedes Silvester irgendwie ihre Manifestationsrituale gemacht haben, was sie sich jetzt nicht noch alles wünschen, ob das jetzt rein materiell irgendein Porsche war oder irgendein Macker oder keine Ahnung oder sonst irgendwas. Also es ist so weit weg, dass ich mich schon kaum mehr daran erinnere. Aber ansonsten wissen wir ja, dass Wünsche und Materialisierungsbestrebungen eigentlich immer in die Richtung gegangen sind. So nach dem Motto, oh, ich bin so im Mangel, ich wünsche mir mehr. Ne? Ich wünsche mir mehr, ich wünsche mir mehr. Und mir kommt immer mehr, ich denke, dass das nicht funktionieren wird, weil ich erkenne, dass. Du hast es auch gesagt, so dick und angefressen kommen wir da nicht durch, ne? Da sind wir einfach zu fett. Und meine Erfahrung, ja, und das, was ich erlebe, ist, dass es sehr wohl darum geht, dass es auch ein Opfer erfordert und Verlust erfordert und auch immer erfordert, also das ist meine Erfahrung der letzten, na gut, 8 Jahre sowieso, aber auch davor, es gilt immer etwas zurückzulassen und etwas, wo du eigentlich denkst, um Gottes Willen, das kann ich nicht zurücklassen, nur über meine Leiche. Gerade da merke ich, wo ich diese Anhaftungen hatte und gedacht habe, na, also das nicht, ne? Und prompt, ne, das war jetzt in Bezug auf eine Beziehung zum Beispiel, ne, wo ich gedacht habe, na, das ginge gar nicht. Ja, und was ist? Wumm, und schon war es weg. Und es geht, denke ich, in diesen Tagen, im größeren Sinne in diesen Tagen, darum, dass wir uns auch vom Erwartungsmanagement drauf einlassen und damit abfinden, dass wir Dinge zurücklassen, dass wir mit weniger zurechtkommen, dass es gilt, das Wort Opfer ist jetzt nicht sehr schön, aber uns von Dingen zu lösen. Ich denke, von Unnötigen zu lösen. Du hast es in Bezug auf Ballast. Beziehungen, genau, du hast es in Bezug auf Beziehungen oder Kontakte, hast du es, glaube ich, schon erwähnt, ne? Und auch in Bezug auf Materie. Ich glaube, alles, was nicht, das sind wir bei der Arche Noah. Weil bei der Arche Noah hat ja das überlebt, was unbedingt notwendig war, um die neue Gesellschaft zu ermöglichen. Ne? Die 12 Archetypen, 12 sind es, gell? Alles andere ist untergegangen. Alles, was nicht unbedingt notwendig war, ist im Neptun, im Meer des Neptun untergegangen. Ne? Ja, selbstverständlich sollen wir opfern und was sollen wir opfern? Letztlich unser Ego. Und das ist ja auch ein Kritikpunkt an der Esoterik,
die verlagert diese feinstoffliche Technik zur Erlangung von feinstofflichen Ego-Wünschen. Bestes Beispiel, das Tatsache, was so geschehen, was ich jetzt sage, war eine Frau bei Ramesh Balsekar, das ist ein Schüler von Ramana Maharshi gewesen. Und zu dem kam wieder eine Schülerin und hat gesagt: Oh Guru, ich will so gerne erleuchtet werden, ich möchte so gerne erleuchtet werden. Und seine Antwort war nach einer Weile: Meine liebe Seele, das ist leider völlig unmöglich. Und nicht nur das, das Ich ist das größte Hindernis auf dem Wege zur Erleuchtung. Weil sie hat gesagt, ich will erleuchtet werden. Ne? Da haben wir schon wieder das Ego. Es ist halt diesmal nur kein Porsche, sondern ein anderer Wunsch, der Wunsch nach Erleuchtung. Ne? Aber das ist ein Wahnsinns-Ego. Das ist im Grunde der höchste Ego-Wunsch, den man haben kann. Nur verklärt in was Esoterisches und so weiter. Ne? Was ich herausgelesen habe aus den Schriften und aus den Weisheitslehrern, wir sollten in Demut auf die geistige Welt hören und hier entsprechend handeln. Und in Dankbarkeit, dass wir überhaupt jetzt hier gerade zu diesem Transformationsprozess zu dieser Zeit inkarniert sind. Ich glaube, das ist eine unglaubliche Auszeichnung und ein außerordentliches Privileg, das zu erleben, was derzeit abgeht, da mitgehen zu dürfen und dann noch, wie viele von uns noch sogar mit an vorderster Front. Ist Das einfach so. Traugott, das ist so schön, dass du mich jetzt daran erinnerst, weil normalerweise, also ich weiß das ja und normalerweise bin ich diejenige, die andere daran erinnert. Und ich habe dir erzählt, dass heute, ne, Allerheiligen ist heute aller Seelen, gell? Nicht Allerheiligen, genau. Also gestern und heute waren echt zwei herausfordernde Tage für mich. Und heute hat sich's noch mal mehr zugespitzt, irgendwie, weil ich immer mehr in die Ecke gedrängt werde von gewissen ja, Ämtern und so weiter. Ja. Also immer mehr dick, 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 noch dicker. Und ich bin eigentlich jemand, der da gut, weißt du, den Metablick dann drauf hat, ne? Aber was du jetzt machst, ist ja noch krasser, weil das ist ja nicht nur der Metablick, den hatte ich die ganze Zeit, aber du schaust das Ganze quasi von der anderen Seite an, wenn es schon vorbei ist und man blickt zurück und merkt, wow, war das wichtig. Denn da, genau wie ich vorher gesagt habe, in diesen dicksten Zeiten gewinnst du also nicht nur die größten Erkenntnisse, du entwickelst auch am meisten Kraft. Muskel, ne? Kraft, weil du wirklich auf dich zurückgeworfen wirst und so getestet wirst, ne? Und so durch den Fleischwolf gedreht wirst, dass du da wirklich sehr, sehr schlank dann auf der anderen Seite rauskommst. Ja, das ist ein Reinigungsprozess, der schlank heißt, ohne Ballast einfach. Ne, wir haben ja so viel Ballast, wir haben Sokrates ging eines Tages mit seinen Schülern über den Athener Markt, wandte sich nach einer Weile zu ihnen um und sprach: Ach, was gibt es doch für viele Dinge, die ich nicht brauche. Cool, aber weißt du, was mir noch, warte mal, jetzt hoffe ich, kriege ich das noch, weil als du gesagt hast, wir leben in der tollsten, also in der krassesten, aber wunderbarsten Zeit aller Zeiten, ich bin ja ganz bei dir, also da glaube ich sofort, also oder weiß ich. Und was mir jetzt auffällt, ist, wenn man vor dem Turning Point ist, vor dem Wendepunkt, die Wand ist ja immer das, was einen in die Wende, in die Transformation bringt, ne? Ist ja die Wand. Okay, wenn ich mich jetzt noch vor der Wand befinde, also sprich, wo es immer dicker, 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 dicker wird, wo du denkst, es geht nicht noch dicker, aber es kommt immer noch dicker. Und mein Verstand kann sich ja keine Lösung ausdenken. Ne? Also du, und dann ist man, also ich sag jetzt, sage ich ich, ja, ich sag ich war heute tatsächlich in der Situation, was selten ist bei mir, wo ich mir ein bisschen das Hirn zermartert habe, was mir noch einfällt, um die Situation zu lösen, ja. Und ja, also und anstehen, ne? Die Wand. Und ich meine, weil du von Demut gesprochen hast, welche Hybris ist das, ne? Zu meinen, dass mein Verstand das finden kann. Denn ich meine, eins ist natürlich klar, die Lösungen kommen nie vom Verstand, ne? Die kommen von einer Metaebene, die kommen von der anderen Seite der Wand, ne? Von hier kommt die Lösung. Und hier ist mangelnde Demut, wenn ich glaube, mit meinem Erbsenhirn die Lösung finden zu können. Ich kann sie nicht finden. Ich stehe komplett an. Und ich weiß, das Wunder muss von der anderen Seite kommen, aber es kommt immer zur rechten Zeit. Und meine Erfahrung in letzter Zeit ist, es kommt nicht um 11:05. Es kommt eventuell um 12, vielleicht sogar gefühlt um 12:01. Das ist meine Erfahrung der letzten Zeit. Aurobindo hat die gleiche Erfahrung gemacht. Er hat das nur viel humorvoller formuliert. Er hat gesagt, Gott hat die unangenehme Eigenschaft angenommen, immer bis zum letzten Augenblick zu warten.
Genau. Ich Und habe so den. Ich wird es auch diesmal sein. Es wird, wenn jeder denkt, Gott, jetzt, wir haben verloren, ne? Wenn wir vielleicht sogar denken, wo wir ja, immer gut gelaunt sind und absolut zuversichtlich sind. Und irgendwann mag der Punkt kommen, wo wir denken, nee, wir haben uns alle getäuscht. Die Menschheit geht den Bach runter. Jetzt gibt es Atomkrieg oder was weiß ich was. Und das wird der Punkt sein, wo sich auf einmal alles ganz schnell ändert. Die Bewegung geht ja, ist ja nicht linear, die ist ja geometrisch. Sie fängt langsam an und erreicht ihr höchstes Tempo kurz vor der Transformation, kurz vor, wo sich alles wandelt. Und da gehen wir jetzt zu. Das heißt, nach meinem Gefühl, nicht Verstand, Gefühl, gehen wir jetzt langsam auf den Kipppunkt zu. Der ist jetzt schon am Horizont sichtbar, wo sich das ändert. Und weißt du, im Nachhinein, ne, wenn wir rückblickend schauen, wir können uns das nicht ausdenken, was sich das Universum manchmal ausdenkt, um uns zu lösen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, weil das ist das Krasseste, was mir passiert ist. Das war im November, glaube ich, oder Dezember, die Geschichte mit meinem Zahnarzt. Ich weiß nicht, hast du das Nein, mitgekriegt? habe ich nicht mitbekommen. Alles mit uns. Ich hätte Knochenmarktransplantation haben müssen, ja, und um dann Implantate reinzutun. Und er hat mir gesagt, es ist alternativlos. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich muss das machen. Und okay, kann man natürlich jetzt im Nachhinein fragen. Aber damals war das so, dass ich irgendwie, ich wusste keine Lösung. Und es gab auch jetzt nicht irgendwas anderes, was sich mir offenbart hat. Also bin ich den Weg weitergegangen, weil ich gedacht habe, ja, wenn, dann führt mich das Universum schon irgendwie auf einen anderen Weg oder zeigt mir. Aber es war nichts. Es war absolut nichts. Und am Vortag mache ich Scherze mit meinen Schwestern und sage, naja, ich werde schon nicht morgen irgendwie verrecken oder irgend so was Blödes, habe ich gesagt, weißt du, wo ich mir noch denke, ist ja, und die haben noch gesagt, der spinnst oder so. Und am nächsten Tag in der Früh, ich meine, ruft mich die Ordination an und sagt, ich brauche nicht zu kommen, denn der Zahnarzt sei verstorben. Er hätte am Vorabend nach der letzten OP einen Herzinfarkt bekommen in der Ordination. Und ich wäre die Erste am nächsten Tag in der Früh gewesen. Die haben mich angerufen und gesagt, nein, kommen Sie nicht. Und der Zahnarzt ist verstorben. Ich meine, weißt du, du denkst dir, ja, also bitteschön, der muss doch nicht sterben, nur damit ich keine OP machen muss. Also das ist ja sowas von krass, ne? Aber es war das Krasseste, weil das empfinde ich schon fast 5 nach 12. Weil es war nämlich, ich meine, da ist auf jeden Fall eine Verschränkung, weißt du, zwischen ihm und Absolut, mir. absolut. Genau, und ich hatte dann Herzschmerzen an dem Tag und habe mich dann mit dem Thema Herz, mit dem Reik Garbe und so, weil mich auf einmal das Thema Herz so weil durch den Herzinfarkt war ich mit ihm verbunden. Es war wirklich krass. Und danach, zuerst dachte ich noch, ah ja, muss ich den nächsten finden und das machen und so. Und auf einmal habe ich gemerkt, ja, wieso? Da habe ich 3 Löcher und eigentlich kann ich gut mit den Löchern leben. Ja, und dann war das ganz klar, nee, das lasse ich nicht machen, ich lasse die Löcher, weißt du. Ja. Ja, natürlich, klar. Manche hätten dir das schon selber oder ja auch sagen können. Das erinnert mich an was, da war man in Saarbrücken, war eine ESO-Messe vor vielen, vielen Jahren, 30 Jahren oder so. Und da war jemand, der hat gesagt, alle, die Zahnprobleme haben, sollen zu mir kommen, wir singen jetzt ein Lied. Und da haben sich so 12, 13 Leute zusammengefunden, die haben ein Lied gesungen. Und dann hat der das veranstaltet hat, der hat Spiegel dabei gehabt, sie sollten jetzt mal in den Mund schauen. Und diese 12 oder 13 Leute, die hatten auf einmal Gold in ihren Blomben. Und kurz danach war ein Vortrag von Dr. Dirk Schreckenbach, bekannter Zahnarzt, Alternativmediziner, also praktisch der Hammer der Zahnmedizin. Und mit dem habe ich gesprochen und der meinte, ja, das kennt er, das gibt es. Nur wenn er das macht, dann hält es ewig, aber oder solange wir leben. Das wird aus der geistigen Welt dann veranlasst und das löst sich aber nach 2, 3 Jahren wieder auf. Das Gold verschwindet, es geht wieder zurück in die astrale Ebene. Aber ich bin ja jetzt zufällig drauf gekommen, weil du es mit deinen Zähnen hast und das mit uns geteilt hast, was ich sehr schön fand übrigens. Ja, dann sind wir wieder beim Thema. Das war jetzt kurz 1 Minute nach 12, aber es ist eine Verschränkung. Es ist so, diese höchste Intelligenz, dieses morphogenetische Feld. Das ist unendlich intelligenter als die beste KI, kann sich noch nicht einmal damit vergleichen. Die rechnet in jeder Millisekunde neu alles aus. Alles für jedes einzelne Lebewesen, ja für jedes einzelne Atom wird permanent neu berechnet, was das Beste für Kollektiv und Individuum ist. Und das ist halt, die Verschränkung war halt bei dir so, dass der halt dann gestorben ist. Das hat auch für andere gute Sachen gehabt, für ihn auch da ist er ja nicht weg, der hat ja nur den Körper aufgegeben. Für alle Beteiligten war das das Beste und da warst du ein Teil davon.
So arbeitet das morphogenetische Feld. Hochintelligent. Ja, und bezeichnenderweise war vorher niemand da, der gesagt hat, ach, lass das doch einfach. Da war niemand da. Seither mehrere, die gesagt, spinnst du? Das ist doch völlig klar. Aber vorher war da niemand. Und ich bin gar nicht, ich muss mir keinen Vorwurf machen, weil ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Weißt du, wenn du in deinem Denken irgendwie, ich meine, ich bin eigentlich schon bekannt dafür, dass ich 360 Grad normalerweise abdecke, aber hier hat mir irgendwie ein paar Grad haben mir gefehlt. Ja, okay, dann hat das Universum Aber korrigiert. jeder ist ja, was einem selbst betrifft, auch gewissermaßen mehr oder weniger betriebsblind. Bei anderen sehe ich sofort, ah, guck mal, da hängt es hier und da hängt es da, aber bei mir selber weit entfernt, ja. Ja, aber das mit dem 5 nach 12, genau, das ist ja auch meine Erfahrung. Oder dieses Just in Time, du weißt schon, au point, ne? Genau auf den Punkt. Das kommt auch. Genau auf den Punkt oder ein paar Sekunden später. Und das können wir auch mitgeben den Zuhörern, dass sie da, wenn sie mit einem reinen Willen und mit, was weiß ich, wie soll ich sagen, Demut, mit Demut und Weisheit und reinem Willen da rangehen, dann haben sie automatisch Führung. Es kann gar nicht anders sein. Und dann soll man nicht in Panik geraten, auch wenn schon 12 Uhr ist und nichts passiert. Es wird sich lösen, auf die eine oder andere Art. Und zur Not, zur allergrößten Not, passiert was, was man Fehler in der Matrix nennt. Dass auf einmal ein Ereignis eintritt, das scheinbar den Naturgesetzen widerspricht. Pfosten und Bludow haben da schon vor Jahren ein Buch geschrieben, Fehler in der Matrix, und genau so ist es. Und da gibt es auch ein paar Beispiele, wo irgendwas passiert, was den Naturgesetzen widerspricht, aber trotzdem sich dann so manifestiert. Meinst du sowas wie ein Glitch? So ein Ja. Sprung? Ja, es ist unbegrenzt. Also Gott hat eine unbegrenzte Handlungspalette oder das morphogenetische Feld. Da kann irgendwas passieren, da geht auf einmal, du bist verschüttet, auf einmal geht eine Tür auf und du gehst raus oder was weiß ich was. Also das ist grenzenlos. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Gott kann dich auch von hier rausnehmen und da reintun und alles ist gut. Also zu aller passiert in den seltensten Fällen, das muss ich dazu sagen. Das ist nur, wenn das morphogenetische Feld keine Lösung findet, jetzt akut. Und dann kann es passieren, dass irgendwelche Sachen in der Matrix geschehen, die wir für unmöglich halten oder nicht erklärbar halten. Und Ja, und was mir auffällt, ist, dass es oft gerade die Katastrophe ist, von der man denkt, es ist die Katastrophe, die sich am Ende als die Rettung entpuppt. Das ist etwas, was mir ganz oft auffällt. Das, was wir erst von unserem Ego her als die ultimative Katastrophe erachten, ist die Voraussetzung, damit es sich fügt. Das habe ich jetzt schon ganz oft erlebt. Was weiß ich, Beziehungen, die auseinandergehen, irgendwelche Pläne, die sich in Luft auflösen oder. Rechtsstreitigkeiten, die sich auf einmal auch lösen und was weiß ich, der eine ist gestorben oder er hat einen Bewusstseinswandel und sagt, sorry, ich zahle dir das doch, du brauchst mich nicht zu verklagen. Irgendwas passiert. Und es wird auch im Großen und Ganzen so geschehen. Das heißt, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es noch ein bisschen ruppiger wird und niemand soll sich da fürchten. Jeder, der verbunden ist, der wird da mehr oder weniger. Problemlos ist das falsche Wort. Kommt auf jeden Fall durch. Aber wie soll ich sagen, diese Herausforderungen oder diese Chancen, die kommen natürlich bei jedem, mehr oder weniger stark, je nachdem, wo diese Person steht, wie karmische Einflüsse sind. Das sind so viele Parameter, die da zusammenspielen, sodass am Schluss, wenn man um Führung bittet, letztlich das Beste, was möglich ist. Übrigens, das, was wir jetzt haben, ist die beste aller Welten. Verglichen immer in Relation zu dem durchschnittlichen Bewusstseinszustand des Kollektivs, der Menschheit, haben wir die beste Welt, die wir haben. Ist immer die beste, die wir haben. Wenn natürlich unser Bewusstsein höher wird, steigt, dann haben wir auch natürlich eine schönere Welt. Dann haben wir freie Energie, das wird ja alles kommen. Ne, da haben wir neue Medizin, die ist so fortschrittlich, das kann sich jetzt kaum einer vorstellen. Eine wunderschöne Architektur, eine gesunde, blühende Landschaft und so weiter. Das Kein Mangel finde mehr. ich spannend, dass du das jetzt sagst, weil ich denke auch, dass wir das zu wenig beachten, dass wir, auch wenn es irgendwie, was weiß ich, Herausforderungen gibt und was wir auch nicht übersehen dürfen, wir reden jetzt davon, dass so viel dunkle Energie wirksam ist. Die war aber immer schon wirksam, nur sie war okkult. Es war im Verborgenen und jetzt ist es ganz, ganz offensichtlich. Jetzt ist der Scheinwerfer drauf.
Und ich denke, was wirklich ganz anders ist als früher, und da ist wirklich, mir ist erst vor kurzem wieder klar geworden, das Internet, das gibt es, glaube ich, seit 99, ist das richtig? Seit ganz kurzer Zeit erst. Und wenn wir überlegen, was wir jetzt alle, ich meine, das waren früher alles Geheimgesellschaften, alles Okkulte, verborgen, da konnte der Normalbürger keinen Zugang, gerade die letzte Turmgespräch, das du da hattest, ne, über diese ganzen Organisationen und so weiter, ne, die war sehr, sehr gut, habe ich mir angehört. Und dass wir das, heute können wir über all das, wir können recherchieren, es gibt ganz viel Literatur, es verbreitet sich immens schnell durch das Internet. Es gibt dieses Okkulte überhaupt nicht mehr, dieses Geheime. Jeder kann jetzt seinen Initiationsweg für sich selber gehen. Er muss nicht bei irgendeiner Loge, ich meine, das war sowieso der verkehrte Weg, aber er muss nicht irgendwo dabei sein oder einen Initiationsführer haben oder so, sondern er kann sich selbst initiieren. Das ist unglaublich. Das hat so noch nie gegeben. Und ich denke, du sagst ganz richtig, Traugott, dafür sollten, könnten wir vielleicht sogar auch einmal dankbar sein, ne? Statt uns immer nur zu beschweren. Ja. Ja, auf jeden Fall. Es gibt eine Regel in den Logen, im Satanismus oder im Hexentum, die besagt, es muss einmal die Wahrheit gesagt werden. Und das sagen sie auch. Und wenn es in der Zeitung, in der letzten Zeile kleingedruckt ist, das hat seinen Grund darin, dass sie versuchen, vor den karmischen Konsequenzen sich zu schützen. Dann können sie am Ende sagen, was wollt ihr denn? Wir haben es euch doch gesagt. Sie haben es uns ja gesagt, ne? Zum Beispiel auf den Georgia Guidestones. Wir wollen die Bevölkerung auf 500, unter 500 Millionen reduzieren. Sie haben es dann noch mal im Deagle-Report gesagt. Der Scholz hat, bevor das mit den Impfungen kam, ganz klar gesagt, es ist ein experimenteller Impfstoff. Das heißt, alle, die dafür waren, ja, das ist die Einschüchterung. Das ist, weißt du, sie haben da Gesetze in der Menschenrechtscharta und so, freie Rede und Informationsfreiheit und so weiter. Aber in Realität haben sie natürlich eine knallharte Kontrolle. Du darfst dies, das und jenes nicht sagen. Da gibt es Hausdurchsuchungen, da die Leute kriegen so viel Stress, die einfach nur frei ihre Meinung sagen. Werden dann gesperrt, auch von PayPal gesperrt, die Banken sperren sie und so weiter. Daran sieht man ja, dass es was Sache ist, ne? Ja, genau. Jetzt haben wir eigentlich so, wie wir begonnen haben, schließen wir das Ganze wieder ab, oder? Und auf der wir sind wieder an einem ähnlichen Punkt, oder? Haben wir da die Schleife jetzt gemacht? Wir haben eine Schleife gemacht, aber ich denke, wir sind im Kern sind wir durch. Dass es das Ziel ist, letztlich von aller Kreatur wieder zurück zur Quelle zu kommen und sich dessen zu besinnen, die großen Fragen, wer sind wir, wozu leben wir? Und einfach, um wieder bewusst zu werden, wozu wir hier eigentlich sind, was der Zweck, der Sinn des Ganzen ist. Und das ist nicht, als Sklave zu dienen an der Standsmaschine oder im Büro 8 Stunden oder länger. Das geht alles. Beste Sklave ist der meint, kein Sklave zu sein, der meint, frei zu sein. Ja, und ich kann nur sagen, dass ich einfach weiß, das ist etwas, was ich weiß, witzigerweise, das ist ganz tief, das Wissen, dass alles, was nicht organisch ist, was manche nennen es die falsche Matrix, ne, oder wie auch immer, selbst eine KI, dass das, auch wenn sie sich noch so sehr, wie du das ja aufgeführt hast, von irgendwelchen Dingen dann künstlich ernähren oder so, aber es wird nicht überdauern, es wird nicht bestehen, es kann nicht bestehen, weil es eben nicht organisch ist. Das heißt, ich habe da überhaupt keine, weil es gibt ja so viele Horror-Sendungen, die dann irgendwie dahin gehen, ja, wir werden alle in der KI enden und so weiter. Also ich weiß, dass das nicht der Fall ist. Das kann nicht überstehen, das kann nicht überdauern. Etwas, was nicht von der Ordnung her so
gedacht ist, kann nicht überdauern. Ist nicht in der göttlichen Ordnung und wird auch nicht überdauern, auch wenn Schwab und Co. das wollen. Das ist das luziferische Prinzip. Wie Jesus reine Liebe ist, ist Luzifer reine Intelligenz. Nicht böse, reine Intelligenz. Wenn diese Intelligenz entsprechend gefüttert wird, wir sind zu viele Menschen, sagt diese Intelligenz, diese luziferische KI-Intelligenz, ja, dann tötet die, die so viel sind. Das ist nichts Böses, es ist nur reine Intelligenz. Satan ist was anderes, ne? Der macht das, weil es Spaß macht, zu töten und zu quälen. Aber Luzifer macht das dann aus rationalen Gründen. Deswegen missbraucht er Satan oder benutzt diese luziferische Intelligenz als, das ist sein Argument. Wir sind zu viele, also müssen wir gucken, dass wir weniger sind. Müssen wir die Geburtenrate erniedrigen und die Sterberate erhöhen. Das ist die natürliche Konsequenz von einer KI. Aber das morphogenetische Verhältnis ist unendlich überlegen. Das ist doch jetzt ein schönes Schlusswort. Unendlich überlegen. Und wir sind Teil dieses morphogenetischen Feldes. Wir haben Anteil daran. Wir sind angeschlossen am morphogenetischen Feld und werden auch von diesem morphogenetischen Feld genährt. Wir nähren es und es nährt uns. Es ist eine Wechselwirkung, ne? Richtig. In diesem Sinne würde ich sagen, sind wir durch. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Abend. Alles Und Liebe. dir auch alles Gute, viel Erfolg. Ja, Danke an danke. die Zuschauer. Danke.